Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Muskeln sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Ha, du hast doch schlapper Muskeln wie Schlumpfbeeren-Gelee. Schlumpfbeeren-Gelee? Ja. Hallo! Hallo, ihr Schlümpfe. Wie schön, dass ihr alle versammelt seid. Ich möchte euch mein neues Frühlingskleid vorführen. Hey, runter da vorne! Ja! Weg da! Oh, entschuldigt bitte. Mach ihn alle heftig. Lass dir nicht gefallen, Andy. Immer stehen die Erwachsenen vorne. Fabi, schau dir mal mein neues Frühlingskleid an. Schau dir mal diese dicken, fetten Riesenwürmer an. Ja. Man erkennt gesunden Boden daran, welche Größe die Riesenwürmer haben. Tja, das ist allerdings hochinteressant. Übrigens, wie findest du eigentlich mein neues Parfum? Ehrlich gesagt, Schlumpfine, das Einzige, was ich hier draußen riechen kann, ist Dünger. Das ist mein Lieblingsparfüm. Tja, es ist Frühlingszeit und die Gedanken eines Bauern sind dann naturgemäß bei Düngemitteln und Riesenwürmern. Oh. Herein. Guten Tag, Papa Schlumpf. Hallo, Schlumpfine. Dieser Hefti, er hat doch wieder alle Wettkämpfe im Armdrücken gewonnen. Tatsächlich? Das ist doch kein Grund zum Weinen, Schlumpfine. Es wird doch mal ein anderer gewinnen. Deswegen weine ich doch gar nicht, Papa Schlumpf. Tja, und warum weinst du dann? Ach, die Schlümpfe interessieren sich alle nur für Muskeln und Regenwurm und Düngemittel. Ah ja? Das mag ja sehr schlumpfig für sie sein, aber ich habe mehr Interesse an Parfums und schönen Frisuren und schlumpfigen Kleidern. Ich verstehe. Also, mir würde es ein Vergnügen sein, mit dir über Parfums und schöne Frisuren und schlumpfige Kleider zu reden, Schlumpfine. Ja, wirklich? Du bist süß, Papa Schlumpf. Und dieses Kleid passt sehr gut zur Fliederblüte. Aber das Kleid ist doch weiß. Es gibt doch auch weißen Flieder. Und morgen ziehe ich dieses Kleid zum Mittagessen an. Und dieses Kleid bewahre ich für Fahmis Steckrübenfest auf. Weil das ist überhaupt das Allerschönste von meinen Kleidern. Findest du nicht, Papa Schlumpf? Papa Schlumpf? Tick, du bist. Oi, ich will nicht kriegen spielen. Ich hab dich aber getickt. Und ich sagte, ich will nicht. Ach, hör doch auf damit. Niemand versteht mich. Mir geht's genauso. Was ist los, Schlumpfine? Doch nett, das verstehst du doch nicht. Würde ein Brot mit Butter und Schlumpfbeerengelee helfen? Nein, danke, Schlaffi. Was ich brauche, ist noch eine Schlumpfine, mit der ich mich unterhalten kann. Und ich hab es nicht. Arme Schlumpfine. Könnten wir doch nur helfen. Tja, vielleicht können wir das. Wie denn? Ja, wie denn, wie denn? Also zuerst brauchen wir mal einen Schlumpf, der uns helfen kann. Und ich hatte da zum Beispiel ein... Tja, meine kleinen Schlumpflinge, Schlumpfine ist tatsächlich mein Lieblingsthema. Nebst mir selber, natürlich. Oh, natürlich, ist ja klar. Also, du weiser und gelehrter Schlumpfschlaubi, erklär uns doch mal ausführlich, warum es nur eine Schlumpfine gibt. Weil sie, im Gegensatz zu uns Schlümpfen, nach einer geheimen Formel von Gargamel geschaffen wurde. Ah! Aber genug von Schlumpfine, lasst uns lieber vom großen Schlumpfschlaubi reden. Ich wurde sehr jung im Leben geboren, aber... Hey, wo seid ihr denn hin? Halt!
Still, Asrael, du sollst stillhalten! Ich bade doch genauso ungern wie du, du elendes Mistvieh, aber heute sind wir bei Mami zum Mittagessen eingeladen. Ja. Komm zurück, allein ertrage ich Mamis Kochkünste nicht. Hey, wir haben Glück. Karamell und Asrael sind am Joggen. Hier ist sie, hier ist sie. Was? Die Formel, mit der man eine Schlumpfine macht, du Stoffel. Ach, die sieht ja furchtbar aus. Offensichtlich gewinnt sie mit dem Alter. Das haben wir gern von Mamis Einladung, Türmne. Was haben wir denn da? Da schau, Asrael, wir hatten Besuch. Ja. Tja, und es erweckt den Anschein, als hätte man sich meine Formel, wie man eine Schlumpfine macht, angeeignet. Noch eine Schlumpfine? Jetzt werden sie noch mal so glücklich sein. Es sei denn, ich kann sie für genau den Zweck benutzen, für den ich sie einmal geschaffen habe. Nämlich die Schlümpfe ein für alle Mal zu vernichten. Aha, ja, ja, dieser Zauberspruch scheint mir sehr geeignet. Lieg nicht wie eine Fußmatte herum, Asrael. Wir müssen uns jetzt nämlich schleunigst zur Zitter- und Bibbergrotte aufmachen, bevor die idiotischen Schlümpfe sie erreichen, verstehst du? Ja, es soll ja Leute geben, die vor Angst beim Anblick der Zitter- und Bibbergrotte schlottern, aber wir doch nicht, Asrael, nicht? Lass uns schnell die Zauberformel sprechen und verschwinden, Asrael. Asrael? Die Schlümpfe brauchen einen Klumpen von diesem Zauberlehm, um ihre neue Schlumpfine zu machen. Und wenn ich diesen Zauberspruch gesagt habe, wird alles, was aus diesem Lehm gemacht wurde, in der nächsten Mittagssonne explodieren. Mächte der Dunkelheit, Quellen der Nacht, zerspring zur Mittagszeit, dass es nur so kracht. Lehm explodiere, wo immer du seist. Die Bosheit triumphiere, sei mein böser Geist. Papa Schlumpf soll ruhig seine Eier-Popeia-Formel für diese Schlumpfine aufsagen. Sie hat trotzdem nur einen einzigen Tag zu leben. Und wenn wir etwas Glück haben, Asrael, krawumms, dann nimmt sie die Schlümpfe und das ganze Dorf mit sich in die Luft. In dieser Grotte fange ich immer zu bibbern an, zu zittern fange ich an. Deswegen nennt man sie auch Zitter- und Bibbergrotte. Ach, ich find's gar nicht so unheimlich. Allerdings, meinen Geburtstag würde ich hier nicht feiern, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie gut, dass Papa Schlumpf Birnen pflücken gegangen ist. Der wird uns ja doch nur stören. Na, na, meine kleinen Schlumpflinge, nur nicht so stürmisch. Ja, hat er recht, immer die Ruhe bewahren. Tun wir noch den Zauberlein dazu und sagen den Zauberspruch. Giftet hier und Schlangenbrut, Eises, Kälte und Sonnenblut, Sturm, Graus und Wolkenmeer, schafft uns eine Schlumpfine her. Schlaffi! Ach ja. Auweia, ich höre die Glocken immer noch dröhnen. Hey, ihr seht vielleicht dämlich aus da unten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Sie ist ja noch ein Kind. Wie wir. Hallo, ich heiße Ned und ich möchte dir Forschi und Schlaffi vorstellen. Dass ihr es gleich wisst. Ich lasse mich von niemandem kommandieren. Autsch, wer hat denn jetzt das Licht ausgemacht? Das ist das schwerste Gewicht, das ich je gestemmt habe. Ich wette, du wirst es fallen, du Volltrottel. Was? Wer bist denn du? Na, komm her. Ja, bist du Kind. Hör auf damit. Ja, lass das sein. Kehle. Papa Schlumpf. La, 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 la. Wie gefallen dir deine Törtchen, du Schlumpfbärenstinke? Sie schmecken wie immer hervorragend. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf! Habt ihr diese unverschämte kleine Schlumpfine gesehen? Allerdings, ich werde die freche Göre Sassett nennen. Dieses kleine Miststück, sie hat mir Ameisen in die Hose getan und ist abgehauen. Also, was meint ihr, wo sie herkommt?
Habt ihr hier Störche gesehen? Man braucht nicht unbedingt einen Storch, um eine Sassette zu bekommen. Also, wie du siehst, Papa Schlumpf, hatten wir nur versucht, Schlumpfine aufzuhalten. Das ist keine Entschuldigung. Ihr habt die erste Regel des Schlumpfreiches gebrochen. Versuche nie, Schlumpfine aufzuheitern? Nein! Geh lieber zu Gargamel! Und die zweite? Mach dir nie in Papa Schlumpfs Labor zu schaffen! Also was machen wir jetzt mit der armen kleinen Sassette? Wir müssen sie finden und sie mit meinem Schlumpfigkeitsmittel begießen. Nur so können wir sie von Gargamels bösen Wesen befreien und sie in einen netten kleinen Schlumpfling verwandeln. Sassette! Kleine Sassi! Was soll eine arme Schlumpfine bloß machen? Ich glaube, ich muss einfach mit dem Armdrücken anfangen oder eine Wurmzucht anlegen. Ach, wenn es doch nur noch eine Schlumpfine gäbe. Ach, wir würden zusammen Blumen pflücken und uns gegenseitig mit unseren Kleidern beraten. Wir würden so viel Spaß miteinander haben. Ah! Du siehst aus wie eine nasse Ratte, Blondie. Wir würden so viel Spaß miteinander haben. Sassette, wieder ein Schlumpf. Ich befehle es dir. Schlumpfhurra! Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Wer seid denn ihr? Wir sind die Schlumpflinge. Nett. Forschi? Schlaffi, das sieht man doch. Und wer bist du? Und du? Ich bin Papa Schlumpf. Und ich bin Schlumpfine, mein kleiner Liebling. Darf ich euch noch eine Frage stellen? Natürlich. Wer bin ich? Du bist die kleine Sassette. Du bist ein Schlumpf wie wir. Ich bin ein Schlumpf? Das bist du, wenn du dich schlumpfig fühlst. Yippie! Ich fühle mich schlumpfig und wie ich mich schlumpfig fühle, Papi. Papi? Durch Mamis Kochkünste bekommt das Wort Bauchschmerzen eine ganz neue Dimension. Oh, und als Gipfel der Unverschämtheit hat sie uns auch noch was für zu Hause mitgegeben. Sogar Lebewesen, die Kilometer weit entfernt sind, werden hören, dass du ein Schlumpf bist. Geduld, Geduld, Azrael. Die neue Schlumpfine ist ihnen ja viel zu klein geraten. Die Trottel haben anscheinend eine Lehmmenge in der Größe eines Schlumpfs verwendet, anstatt in der Größe eines Menschen. Aber was kümmert's uns, Azrael? Sie ist groß genug, um ihren Zweck zu erfüllen. Morgen Mittag werden zwei teuflische Ereignisse stattfinden. Die neue Schlumpfine wird explodieren, Kravums. Und Mami macht für uns wieder Mittagessen. Ist doch alles wieder in Butter, was, Papa Schlumpf? Schlumpfine ist glücklich, Sassette ist glücklich und Papa ist glücklich. Es tut mir leid, meine Schlumpflinge, aber da ihr die beiden ersten Regeln der Schlümpfe gebrochen habt, müsst ihr bestraft werden. Morgen werdet ihr das ganze Dorf von oben bis unten sauber machen. Und den ganzen Tag wird es nichts zu essen geben. Ja, Papa Schlumpf. Das Herausputzen ist für eine Schlumpfine überhaupt das Allerschönste. Findest du nicht auch, Sassette? Sassette? Was machst du da? Ich spiele Fledermaus. Ach, du armes Kleines, du interessierst dich anscheinend gar nicht für schöne Kleider, stimmt's? Nee, aber dafür schmeiß ich gern mit Steinen und auf Bäume klettern finde ich riesig. Na schön, auch gut. Wenigstens willst du nicht Arm drücken und nach Regenwürmern graben. Nein, das machen wir morgen. Oh je. Ich wüsste gern, was Sassette jetzt tut. Ist mir wurscht. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätten wir jetzt nicht Windeldienst. La 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 la. Hallo Schlumpffreunde, habt ihr Lust mit uns zu spielen? Wir dürfen nicht spielen, wir müssen den ganzen Tag arbeiten, weil wir... Windellieferdienst! Oh nein, bitte nicht noch mehr Windeln! Tja, dann macht's mal hübsch, ihr Süßen! La, 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 la. Tut mir leid, Kinder, aber Baby war heute sehr produktiv. Ja, 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 ja. Oh, guck mal, Schlumpfine. Komm schon, lass uns hinter dem Frosch her. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack.
zu sein? Sag schon, Schlumpfine. Nicht immer. Warum nicht? Also manchmal haben wir Überschwemmungen und Brände und dann gibt's da noch Gargamel. Gargamel? Ist das so eine Art Medizin? Oh nein, Gargamel ist ein alter, böser und hässlicher Zauberer. Und wo wohnt dieser alte Bösewicht? Komm mit, am besten ich zeige ihn dir mal. Dann weißt du, warum du dich vor ihm in Acht nehmen musst. Blumen pflücken ist doch ein netter Zeitvertreib bis morgen zum großen Knall, nicht wahr, Asrael? Ich bin schrecklich, furchtbar schrecklich, bin der schrecklichste aller Zauberer der Welt. Und ach du meine Güte, der soll böse sein? Das ist doch ein Happelmann. Glaub das nur ja nicht, der ist ein hundsgemeiner Kerl. Ach, so gut gefällt. Ich bin böse, wirklich böse, ja, ich bin der schlimmste Zauberer auf der Welt. Gute Nacht, Hasset. Gute Nacht, Schlumpfine. Gute Nacht, Papi. Papi. Gute Nacht, Sassi. Gute Nacht, Schlumpflinge. Schlumpflinge? Die werden heute gut schlafen. Was heute wohl auf unserer Liste steht? Den Dorfbrunnen scheuern. Also dann los. Na, Schlumpfine, wollen wir Arm drücken und Regenwürmer ausgraben? Tut mir leid, Sassett. Ich muss heute Torti beim Geschirr abwaschen helfen. Doch, aber wenn du lieber Würmer ausgraben willst, Schlumpfine, dann... Autsch! Dann würde ich dich bitten, mir beim Abwasch zu helfen. Ach, das macht gar nichts. Dann spiele ich eben mit den anderen Schlumpflingen. Wie ich sehe, haben die kleinen Schlumpflinge mein Laboratorium sehr schön sauber gemacht. Aber sie haben vergessen, diesen Kessel wegzuräumen. Sehr merkwürdig. Aber irgendetwas stimmt nicht mit diesem Lehm. La 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 la. Ach, das bringt doch keinen Spaß. Hey, ich weiß was. Wenn ihr sowieso schon nass seid, lasst uns Feuerwehr spielen. Ihr seid das brennende Haus. Nervensäge! Oh, keine Lust zum Spielen? Spielen, spielen. Ich würde gern spielen. Wir alle würden gern spielen. Aber wir dürfen nicht spielen. Und warum? Weil... Ja, es tut uns leid, Sassett, aber wir können jetzt wirklich nicht spielen. Na gut, dann singe ich eben noch ein bisschen. Ja, ja! Hör auf mit dem Gekrächz! Ich denk nicht dran. Ich bin ein Schlumpf und darauf bin ich stolz. Du bist kein Schlumpf, bist du nicht, bist du nicht! Jedenfalls kein richtiger Schlumpf! Was meinst du damit? Du bist durch deinen blöden Zauberspruch von Gargamel entstanden. Und weil wir dich gemacht haben, bestraft Papa Schlumpf uns. Also du meinst, Papa Schlumpf will mich überhaupt nicht? Sieht so aus. Warte, Sassett! Du blöder Kerl, du hast sie gekränkt. Wenn schon. Ach, ich und meine große Klappe. Ich werde dir sagen, dass es mir leid tut. Äußerst verwirrend. Wirklich äußerst verwirrend. Gargamel hat diesen Lehm verzaubert. Ach du meine Güte, Sassett ist ja aus diesem Lehm gemacht. Gleich geht's los, Asrael Krabb. Die Schlümpfe werden in tausend Stücke zerrissen. Ach, ich wäre ja zu gern dabei, um es mitzuerleben. Was ist los? Was? Du? Papi Gargamel, hier bin ich. Ich will bei dir bleiben. Nein, bloß nicht. Hau bloß ab, du kleine blaue Zeitbombe. Aber du bist kein Papi. Nein, das bin ich nicht, das bin ich nicht. Geh zurück in dein Dorf, du findest das bestimmt. Geh nach Hause. Was ist los, Kätzchen? Wir werden uns sicher gut verstehen. Wir müssen Sassett noch vor Mittag mit dieser Anti-Explosionslösung begießen. Es tut mir furchtbar leid, dass ich hier von Gargamels Zauberspruch erzählt habe, Papa Schlumpf. Ich kann nun mal meinen Mund nicht halten. Da ist sie. Warum läufst du denn von mir weg, Papi Gargamel? Willst du mich denn gar nicht kennenlernen? Geh weg, ich bin nicht gesellig. Ich verstehe einfach nicht, warum mich niemand hat. Sassett, hier sind wir. Komm her, schnell, beeil dich. Aber ich gehöre doch nicht zu euch. Ich bin kein
Schlumpf. Ich weiß, wie du dich fühlst, Sassette. Auch ich bin durch Gargamels Zauberformel entstanden, aber ich habe gelernt, ein echter Schlumpf zu sein. Das kannst du auch. Wirklich? Natürlich kannst du das, natürlich. Wirklich, du gehörst zu ihnen, Sassette. Sie haben dich so lieb und das ist die reine Wahrheit. Ist es nicht so? Zum ersten Mal in deinem Leben hast du recht, Gargamel. Dann wollt ihr mich also doch? Natürlich wollen wir das. Komm. Keinen Schreck kriegen jetzt. Oh. Ich hab das Gefühl, Papi spielt auch gerne Feuerwehr. Puh, das war in letzter Sekunde. Du sagst es. Und nur, weil die Wolken dort die Mittagssonne verdeckt hatten. Ich kann's einfach nicht verstehen, Azrael. Warum ist dieser verdammte Lehm nicht explodiert? Es ist doch Mittag. Es ist, Oh, bitte nicht. Nein! Da! Ach, oh, was für ein Glück, Azrael. Es ist gerade Zeit zum Mittagessen. Wir sind wirklich froh, dass du wieder zu Hause bist, Sassette. Aber dies ist nicht mein richtiges Zuhause, denn ich bin immer noch kein richtiger Schlumpf. Tja, Sassette, dann gibt es allerdings nur noch eins. Adoption. Wir, die Schlümpfe, adoptieren dich, Sassette, als einen echten, blauen, kleinen Schlumpfling. So wie wir sind. Willkommen in der Familie. Es ist genauso, als hätte man eine Schwester. Tja, Sassette, willst du uns denn auch als Familie? Aber klar, Papi Schlumpf, und wie ich das will. Dann erkläre ich Papa Schlumpf, dich hiermit zu einem echten und braven blauen Schlumpf. Hurra! Hurra! Hurra!